Ah, ich brauche Baublöcke im Inventar, ganz, ganz dringend. Oh nein, der One ist da. Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Pretoria, liebe Leute. Freunde, in der letzten Folge waren wir unterwegs und haben dort zigtausende Dungeons erkundet, Leute. Keine Ahnung, wie viele es am Ende waren. Ich glaube irgendwie, also ich war in 9 oder 10 Strukturen drin. Ich glaube im Titel stand irgendwie 6 oder so, keine Ahnung. Natürlich haben wir auch sehr, sehr coole verschiedene Strukturen gesehen. Und ich sag mal so viel, wir haben am Ende einen gigantischen Pilz gefunden mit nochmal extrem, extrem, extrem vielen Loot. Ich würde ihn euch tatsächlich gerne mal zeigen, aber leider weiß ich, dass die Folge, die ihr gleich seht, schon vor dem Intro, vor dem, was ich gerade sage, aufgenommen wurde. Und wenn ich jetzt in die Kiste reingucken würde, würdet ihr sehen, okay, da hat sich einiges Neues getan, wie zum Beispiel auch diese Kiste. Deswegen, ich sag mal so viel, es wird auf jeden Fall krass, Leute, aber... Was ich auf jeden Fall noch ankündigen kann, ist Minecraft Pretoria. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, ihr merkt es wahrscheinlich schon am Intro und ihr merkt es auch am Outro. Es gibt seit gewisser Zeit einen Minecraft Pretoria Song. Diesen habe ich noch nicht veröffentlicht, Freunde. Wenn ihr den sehen wollt, dann, beziehungsweise wenn ihr den hören wollt auf meinem YouTube-Kanal, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich kann mal eventuell eine kleine Passage einblenden, die ihr noch nicht kennt, Leute. Die Welt von Pretoria ist riesengroß. Beim Erkunden wird man schnell ziemlich los. Es gibt Kämpfe, es gibt Blut. Pretoria ist der Name vom Projekt, das niemals ruht. Ente Hermann ist immer dabei. Beobacht alles 9 to 5. Jori ist unterwegs am Erkunden. Er hat schon wieder Carbonado gefunden. Also wenn der Song nicht unfassbar cool ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, Leute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die Vollversion auf meinem YouTube in den nächsten Tagen sehen wollt, Freunde. So, heute steht aber einiges an, beziehungsweise stand einiges an, weil ich es dann natürlich schon gemacht habe. Ja, erstmal müssen wir unserem guten Freund mal wieder Hallo sagen. Wie geht's dir, Hermann? Na, alles gut bei dir? Hermann, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Moment, ich sehe dir nicht mal deine Augen. So, vielleicht sehe ich jetzt deine Augen. Jetzt sehe ich so leicht deine Augen. Keine Ahnung. Leute, Hermann ist natürlich auch wieder back am Stissel. Aber komm jetzt wieder her, bevor du gleich hier wieder ins Lagerfeuer oder sowas rennst. Das wollen wir hier alle nicht. So, oh mein Gott, jetzt bin ich zu dir reingefallen. Hermann, das ist ja wie eine Falle hier. Also, nee, du musst... für dich ist das wie ein Zuhause, aber für mich ist das wie eine Falle, weil ich deutlich größer bin als du. Und da gerade mal so mit dem Kopf rausgucken konnte. Keine Ahnung. Leute, heute... war ich unterwegs. Und zwar seht ihr es wahrscheinlich schon im Thumbnail und im Titel. Ich war allein in einer Ancient City und hab mich dort gegen nicht einen, nicht zwei, sondern gegen 3 Wardens angestellt, Freunde. Wie das Ganze ausgegangen ist und ob ich guten Loot gefunden habe und was wir in den nächsten Folgen machen, werdet ihr heute alles sehen. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Also wenn ihr mehr von Minecraft Pretoria sehen wollt, so abonniert meinen Kanal und mich kostenlos unterstützen. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Folge. Viel Spaß mit dem Ancient City Raid. Okay, Freunde, folgende Situation. Ich wollte gerade eigentlich nur ein bisschen erkunden gehen. Aber dann habe ich circa hier bei diesen blauen Blumen... einen Erfolg bekommen und nicht nur irgendeinen. Ich habe es leider nicht aufgenommen, weil irgendwie unmittelbar danach mein Game auch abgestürzt ist. Aber ich habe den Erfolg bekommen, welchen man erhält, wenn man eine Ancient City findet. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ein Bug war oder ob hier wirklich eine Ancient City irgendwo im Untergrund ist. Das Ding ist halt, warum sollte ich diesen Erfolg sonst bekommen? Aber andere Frage, warum sollte ich ihn überhaupt bekommen, wenn ich an der Oberfläche ein bisschen rumlaufe? Das war genau hier, glaube ich. Ich bin hier hochgelaufen. Und dann kam dieser Erfolg und dann war mein Game auf einmal weg. Deswegen habe ich mal ganz kurz die Aufnahme angeschmissen. Und werde mich jetzt mal hier immer mal so ein paar Blöcke runtergraben. Einfach, weil ich wissen will, ob jetzt hier wirklich eine Ancient City ist hier unten oder halt nicht. Wisst ihr? Würden wir jetzt eine Ancient City finden, wäre das natürlich schon unfassbar krass. Weil ich meine, guckt mal an, was man so machen kann. Es gibt so Warden-Tools einfach. Die habe ich safe schon mal gezeigt, glaube ich, letzte Folge sogar. Hier, es gibt einfach eine Warden-Sword. Es gibt eine Warden-Rüstung, richtig. Man braucht halt dafür Netherite, das ist ein bisschen unlucky. Das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich noch nicht so möglich, wenn wir jetzt hier auch sollten... Also, wenn wir was von diesen Smithing-Templates finden, ist es uns trotzdem noch nicht möglich, so eine Rüstung bzw. so Tools davon zu machen. Aber es wäre schon mal ein enormer Fortschritt. Und außerdem könnten wir halt wieder gegen den Boss kämpfen. Weil der Bossfight gegen das Void Blossom hat mir unfassbar Spaß gemacht. Und jetzt gegen den Warden zu kämpfen, da hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Leute, tut mir auch leid, wenn ich mich ein bisschen verpeilt anhöre oder mich heute ein paar Mal verhaspel. Irgendwie
bin ich heute einfach nicht ausgeschlafen. Ich wollte eigentlich heute gar keine richtige Folge aufnehmen. Ich wollte eigentlich heute einfach nur ein bisschen mein Leben chillen, ein bisschen zocken, ein bisschen gucken, was ich jetzt hier finde. Aber wenn ich dann natürlich so einen Erfolg von der Ancient City kriege, dann ist das natürlich... Das ist dann schon ein Grund, die Aufnahme anzuschmeißen, bin ich euch ganz ehrlich, Leute. Aber naja, okay, Leute, wisst ihr was? Ich grab mich einfach mal ein bisschen weiter runter. Und ich würde einfach mal sagen, ich mache einen Cut. Sollte ich hier irgendetwas finden, was irgendwie sinnvoll ist? Also, Leute, warte mal, was ist das für ein Block? Clay? Gibt's in normalen Höhlen einfach so Clay? Ich frage mich auch, auf welcher Höhe so eine Ancient City ist. Was ist das für ein Block? What? Blue Knight vom Mod Promenade. Was ist Promenade? Kann man sich daraus irgendwas craften oder so? Ja, warte, was ist das? Crop Heater? Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich mache wirklich mal kurz meinen Plan hier. Und wir sehen uns wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall eine Höhle. Oh, lol, Water Magic gefehlt. Aber ist hier irgendwo eine Ancient City? Was ist das für ein Erz? Corundum. Es sieht mir nicht so nach einer Ancient City aus, bin ich ehrlich. Also, es kann sein, dass wir uns gerade einfach komplett umsonst runtergegraben haben hier. Aber, naja, nehmen wir einfach ein paar Erze mit. Ich meine, ein paar Erze schaden auch nicht, ne? Es wird sich so oder so lohnen, jetzt hier runterzugehen. Ich glaube, ich habe da vorne sogar ein Dia gesehen. Und eventuell sehen wir gleich auch doch noch eine Ancient City. Hier ist ein riesiges Deep Dark Biom. Das ist interessant. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal Dias. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dias schaden immer. Was? Nein, die eben nicht. Dias schaden nicht. So, das wollte ich sagen. Dias schaden immer. Und noch mehr Carbonado. Auch schön. Okay. Ich will aber jetzt ehrlich gesagt eher mal runter in das Deep Dark Biom. Junge, wie sich das anhört. Gönnt euch mal die Sounds. Junge, das ist verdammt, verdammt nochmal gruselig, Alter. Junge. Okay, ich würde sagen, ich gehe einfach mal runter hier. So, okay. Aber ist sie jetzt eine Ancient City oder ist das nur so ein Deep Dark Biom? Alter, wie dunkel das halt auch einfach ist, ne? Doch, da ist tatsächlich eine Ancient City, Leute. Wir haben eine Ancient City gefunden. Durch einen In-Game-Bug. Ich habe einfach an der Overworld eine Ancient City angezeigt bekommen. Was zur Hölle? Und was ist Sneak 100? Was ist es? Sneak Near Skulk Sensor. Ah, perfekt. Nice. Okay. Leute, ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz hier weiter. Okay, ich bin jetzt mal ein bisschen rumgelaufen hier schon mal, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal endgültig hier rein in die Ancient City. Ich habe da vorne jetzt noch ein bisschen was abgegrast, aber jetzt nichts wirklich Großartiges gefunden. Junge, die... Oh, okay. Lol, was haben wir hier? Bottle of Enchantings? Regeneration? Disc Fragments? Razor Sharpness? Und Respiration? Skull Sensors? Okay, packen wir mal kurz hier alles hin. Boah, ich habe so viel Müll. Ich sollte vielleicht erstmal meinen Müll ein bisschen hier auslagern. Ich weiß nicht, wann der Warden spawnt. Ich glaube, nach dreimal, wenn diese Sensoren da alles dunkel gemacht haben, oder? Ancient Race? Stalker! Was bist du denn? What? Was bist du? Ah, der greift mich an. Der greift mich verdammt nochmal stark an. Ja, ich bin down. Ich werde sterben. Leute, was ist das? Was ist denn Stalker? Hilfe! Oh Mann, lass mich hier bitte raus. Ah! Ich muss einen Goldapfel essen. Ich muss einen Goldapfel essen. Ganz wichtig. Was zur Hölle? Bist du? Der sieht aus wie Siren Head, Leute. Egal, so können wir den easy killen. Junge! Du bist verdammt gruselig! Geh bitte einfach down, okay? Du machst mir verdammt nochmal Angst. So. Okay, sollten nicht mehr wenig, sollten nicht mehr viele Schüsse sein, Leute. Tut mir leid, dass ich mich ganz verspreche. Ich bin einfach durch. Ah. Geh down, bitte. Du bist gruselig. It spreads.
Hast du was gedroppt? Ja, Tatsache. Soul Crystals. Was sind Soul Crystals? Was? Soul Elytra? Was sind das für Tränke? Skulk Affinity? Ist man dann schneller auf so Skulk? Boah, dieser ganze Deeper and Darker Mod, ne? Der ist so umfangreich. Der ist schon echt cool, aber auch verdammt gruselig, wie wir gerade erkannt haben. Kommt der jetzt immer so ein Stalker raus? Nein. Da kann also auch guter Loot drin sein. Oh, Leute, ein Enchantment Book. Was war das? Das da, oder? Stupefy One. Noch ein Enchantment Book. Was? Seelenklau? Ich kann anscheinend jetzt irgendwem die Seele stehlen. What? Also, ich bin wirklich überfordert. Leute, ein OP-Apfel. Hö! Das hat sich doch gelohnt, Leute. Es hat sich gelohnt. Ein OP-Apfel einfach. Hier haben wir noch eine Chest, Leute. Die nehmen wir natürlich auch mit hier. Ah, ich brauche Baublöcke im Inventar. Ganz, ganz dringend. Oh nein, der One ist da. Oh mein Gott, das war direkt neben mir. Leute. Komm her. Ich setze den Gold. Ich setze den Enchanted Goldapfel. Komm her. Wo bist du? Komm her, Warden. Komm her. Hier bitte einfach down. Oh, Alter, okay, der macht gut Damage, Leute. Wir müssen aufpassen. Ich komme nicht hoch. Oh mein Gott. Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein fettes Problem. Wir haben ein fettes Problem. Wir haben ein fettes Problem. Fettes, fettes, fettes Problem. Huh? Leute, wo? Huh? Oh mein Gott, Leute. Ich werde so drauf gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich habe gerade meine Items geholt und den Warden sehr, sehr low gemacht. Problem ist, ich habe keinen Plan, wo er gerade ist. Da ist er. Er dürfte nicht mehr viel Leben haben. Überhaupt nicht mehr. Ja, da ist er. Oh, Mann. War das ein Akt. Was hast du gedroppt? LOL. Heart of the Deep. Und noch ganz viel. Redstone packe ich mal weg und kommen die Bottle of Enchant. Ah, komm, wir machen die das rohe Gold. No way, ist noch ein Warden gespawnt. Leute, ich bin mal kurz. Ich gehe mal kurz ein bisschen weg hier. Ich gehe mal kurz weg. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Warden jetzt hin ist. Aber er scheint auf jeden Fall gerade nicht in der Nähe zu sein. So, was hat er noch gedroppt? Ganz schnell. Er hat gedroppt hier dieses Skulk-Send. Ne, das hat er gedroppt. Ein Skulk-Katalyst. Und hier dieses. Dreimal Warden Carapace. Fragt mich nicht, was das ist. Man kann sich damit einen Reinforced Echo Shard machen. Ich habe wirklich keinen Plan, was das Ganze soll. Was ist das für ein Turm? Leute, ohne Spaß jetzt, ich glaube, ich war noch nie in einer Ancient City. Okay, interessant. Hier war jetzt aber nicht mehr so das Wahre. Sind hier vielleicht noch ein paar Kisten oder so? Gibt es nicht dieses eine große Ding hier? Boah, ich habe Angst, dass hier die ganze Zeit ein neuer Warden gespawnt wird. Leute, ganz schnell. Ich will einfach mal kurz da oben hingucken, weil ich glaube, da gibt es immer eine Kiste, oder? Lass ihn mal ganz schnell hin. Ah, ich habe so Angst, dass ein Warden spawnt, ne? Ich musste gerade meine Aufnahme wegen Lags einmal kurz neu starten, Leute. Tut mir leid. Okay, wir sind da. Was? Block of Netherite? Ist das normal? Das kann nicht normal sein. Ja gut, ne? Was werfe ich weg? Ich werfe einmal kurz hier Kohle. Ein Saphir. Ist das einfach ein Block of Netherite? Oder wie? Das wäre zu krank. No way, haben wir. Wir haben 9 Netherite. Hö! Leute, was ist das? Was haben wir hier drinne? Ein Goldapfel. Alter, diese Geräusche. Da vorne haben wir auch nochmal ganz viel, ne? Junge, diese Steps ganze Zeit, okay. Leute, wisst ihr was? Ich würde einfach mal sagen, ich gehe hier so schnell wie möglich raus
Und wir sehen uns dann, wenn ich hier draußen bin und eventuell wieder zu Hause bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Und ich weiß, dass sich jetzt manche fragen werden, hey, du hast doch voll viel Loot da liegen lassen. Warum bist du denn so früh gegangen? Und da ich mir dachte, dass ihr das schon sagen werdet, ihr seht schon, mein Schwert und mein Bogen, die haben beide sehr, sehr viel an Durability verloren, Freunde. Das liegt daran, dass ich nach der Aufnahme, die ihr gerade gesehen habt, noch einmal dort war. Und dort habe ich tatsächlich noch zwei weitere Wardens umgebracht und habe die gesamte Ancient City einmal leer gelootet. Ich habe das Ganze offscreen gemacht. Aus dem Grund einfach, dass ich weiß, dass wenn ich das Ganze aufgenommen hätte, ich wahrscheinlich der ganzen Folge vielleicht zwei, drei Wörter gesagt hätte, weil ich so konzentriert war durchgehend. Und ich meine, irgendwo ist das ja auch das Prinzip von Pretoria. Ich mache was und zeige es euch dann in der Folge im Nachhinein. Und genau deswegen habe ich das Ganze nicht aufgenommen, einfach weil ich hätte einfach nichts gesagt in der Folge. Deswegen wäre das Ganze echt langweilig gewesen, Freunde. Aber was ich euch natürlich jetzt zeigen kann, sind die Überbleibsel aus der Ancient City, Leute. Ich würde sagen, wir zögern gar nicht mal lange. 3, 2, 1, Boom! Das ist die Ausbeute aus der gesamten Ancient City, Leute. Wir seht schon. 3 OP-Äpfel, 2 Heart of the Deeps. Einmal habe ich irgendwie keins bekommen. Das ist, glaube ich, in die Lava gefallen bei einem Warden, den ich gekillt habe. Weil einen habe ich ja in der Folge, das habe ich ja aufgenommen. Und 2 andere habe ich noch gemacht. Da habe ich einmal das Heart bekommen, beim einen leider nicht. Ist ein bisschen tragisch. Aber, Leute, wir haben 5-mal das Warden Smithing Template Upgrade plus den Netherite Block. Den kennt ihr ja schon eben aus der Aufnahme. Heißt, wir können uns demnächst einfach diese Rüstung machen, Leute. Ich weiß jetzt nicht, warum man das Ganze nicht so sieht hier. Irgendwie ist das Ganze ein bisschen verbuggt. Was ist das? Custom Enchantment Collar? Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall braucht man, glaube ich, nämlich für diese, um sich eine Warden-Sache zu machen, erstmal natürlich ein Netherite-Item plus dieses, was man sich aus diesem Warden-Carapace-Ding da macht. Guck mal, wenn man hier macht, kriegt man dieses Reinforced Echo Shard-Ding. Und hiermit, ah, hier sieht man es, genau. Man braucht nämlich dieses Reinforced Echo Shard-Ding, ein Netherite, hier Beispiel Schwert oder halt eben Rüstungsteil. Und das Upgrade-Ding heißt, wir können uns demnächst tatsächlich schon einige von Sachen von dieser von der Warden-Rüstung machen. Wir brauchen eigentlich nur für dieses Echo-Dinge, was man sich machen muss, dieses Phantommembran. Weil Echo-Shards und Warden-Carescape haben wir mehr als genug. Ich habe gerade mal kurz einen Cut gemacht, weil es gerade so langsam Nacht wurde und ich von zig verschiedenen Monstern angegriffen wurde. Deswegen ist mein Helm mittlerweile nur noch auf 16%. Keine Ahnung. Ich warte auf jeden Fall mal, eine Runde schlafen hier. Und jetzt können wir hier weitermachen. So, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir hiervon auf jeden Fall schon mehr als genug haben. Das Einzige, was wir brauchen, ist ja dieses Phantommembran. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob wir davon was haben. Ich befürchte aber, dass wir davon... LOL, 16 Stück! Okay, Leute, wir können es vielleicht jetzt noch machen. Warte mal. Leute, erratet mal, wer gerade realisiert hat, dass man, um sich überhaupt die Netherite-Sachen zu machen, erstmal die Netherite-Upgrade-Smithing-Templates braucht. Richtig, ich. Heißt, wir können uns die Warden-Rüstung doch nicht machen. Ich hatte alles so schön vorbereitet. Ich hatte schon hier diese wunderbaren Reinforced-Echo-Shards. Ich habe den Netherite-Block schon umgewandelt, die Dias rausgeholt und den Smithing-Table aufgestellt. Aber nein, wir können uns das Ganze doch noch nicht machen. Okay, Leute, anscheinend heißt das, dass wir bald in den Nether müssen, Freunde. In der nächsten Folge werden wir zu 100% in den Nether gehen. Leute, was ich aber jetzt noch zeigen kann, ist etwas richtig, richtig Cooles, Freunde. Denn ich habe mir einen wunderbaren Mod runtergeladen, und zwar den Online Picture Frame Mod. Okay, wir müssen aber ganz kurz gucken, wie man sich hier so ein Ding macht. Okay, ein Dia plus Oak Logs. Ich weiß nicht, ob das mit dem Sakura-Ding auch geht, aber hier haben wir auf jeden Fall Oak. Das sollte auf jeden Fall passen. Nehmen wir einfach mal kurz diesen Baum hier. Sehr schön. Nehmen wir uns das Holz und dann gucken wir mal, dass wir uns diesen Online-Picture-Frame machen. Denn, Leute, es gibt tatsächlich das erste Fanart von Minecraft Pretoria. Da bin ich auf jeden Fall mal schon mal echt gespannt, wie das dann gleich hier in-game aussehen wird. So, wo packen wir das am besten hin? Ich würde sagen, hier ist ein guter Ort, oder? Leute, was mal kurz hier das... Leute, nee, warte. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal abbauen hier. So, 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 so. Wir wollen das natürlich hier schön an die Wand da dran klatschen. Geht das nicht? Und warum ist da Nyan Cat und warum laggt es? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich einmal ganz kurz... Leute, ich füge das einmal ganz kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Irgendwie klappt das gerade mit den Online-Picture-Frames nicht. Irgendwie ein bisschen schade. Hier steht die ganze Zeit so komisch in Rot. Error, keine Ahnung. Leute, dafür werde ich euch das Fanart jetzt hier einfach mal einblenden, Leute. Der gute Lenny hat das gemacht, Leute. Lenny, ihr kennt ihn alle, ihr mögt ihn alle. Und guckt euch einfach mal dieses krasse Fanart von Hermann an, Leute. Schau mal, hier haben wir ihn. Hermann, na, wie geht's dir, Hermann? Schau mal, hast du einen schönen Tag gehabt? Ich war heute gegen den Warden aktiv.
Oh Mann, Hermann, renn nicht weg, bleib hier. Okay, Leute, wir müssen uns das Ziel setzen. Am Ende des Projekts brauchen wir eine coole Base und Hermann kriegt eine, wenn nicht sogar noch coolere Base. Keine Ahnung, Leute. Gut, Freunde, an dieser Stelle würde ich allerdings sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Pretoria. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um es kostenlos zu unterstützen. Aktiviert auch gerne die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Man sieht sich dann in der nächsten Folge, wenn es wieder ist, Minecraft Pretoria. Wahrscheinlich gehen wir dann dort in den Nether. Bis dann, haut rein, Leute, und ciao.